Das geht. Freemix! Ab, meine Freunde! Zu einer weiteren Folge Crafted Tech. Wie geht's dir? Gut und oh. 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 Wie geht's dir? Gut. Ja, wir haben gerade eben eine Folge für den, To Rewind Me LP auf, nein, Spaß. Für den Revi auf. Für den Revi aufgenommen. Warte, nein, nein, mach nochmal auf. Ja, jetzt guck mal, hier ist ein Notenblock, jetzt mach mir Musik. Meinst du das gut? Das war doch David Guetta, Dangerous. Warte, soll ich mal spielen? Ja. 1, 2, 3, David Guetta unter Fußboden. That girl is so dangerous. Lass mich frei! So, also, wir haben in der letzten Folge hier einen, den Tommy Bin Laden, der war ein Zombie, wir haben ihn umkonvertiert zum, von MP4 in MP3. Ja, genau. Der wurde gerendert von uns. Genau, und jetzt lebt er da, hat noch einen großen Bruder, den haben wir gezüchtet, also schaut beim Revi vorbei für diese Folge. Und beim Early Boy, weil der hat dann nicht aufgenommen, aber schaut trotzdem bei dem vorbei. Hast du echt aufgenommen? Ja, ich nehme auch jetzt auf, ich hau dann irgendwann in der Woche raus. Boah, du bist ein richtiger Reiter. Aber richtiger Nazi-Reiter auch, ne? Ja, und ich möchte jetzt meine vollautomatische Karottenfarm demonstrieren. Zeig mal. Komm zu meinem Marktplatz. Ja, was? Ja, das mache ich freiberuflich. Oh Gott. Die ist vollautomatisch? Freiberuflich. Ja, vollautomatisch. Wächst auch nach? Ja, komplett vollautomatisch. Wie geht das denn? Ja, siehst du mal, ich hab C gelernt, also C++, hab das programmiert. Das ist aber nicht kompatibel mit Minecraft, deswegen habe ich Schreinerausbildung gemacht. Ach, geil. Ja, kommt einfach mal hier zum Marktplatz und da rechts neben ist so ein Kreis in weiß und da ist die vollautomatische Karottenfarm. Da hat man schon wieder gesehen, wie er eine Karotte geschmissen hat in den Hopple. Die ist komplett vollautomatisch, du musst nichts machen. Hä, wie geht das? Ja, ich bin halt ein Pro, weißt du, das musst du wissen. Erzähl, wie geht das? Also, dieser Villager hier, ja, der unter mir ist, der sammelt diese Karotten und pflanzt sie nach. Ja. Und da in der Mitte ein Villager ist, die haben ja seit 1.8 dieses Bedürfnis, sich gegenseitig Nahrungsmittel zu geben, wirft ihr das auf den zu, was aber nicht geht wegen dem Zaun, und dann wird das vom Hopper aufgesammelt. Passiert das denn oft? Ja, geh mal unten, hier, guck mal, hier siehst du diese Unterführung, da kannst du mal reingehen und gucken, wie viele Karotten da schon drin sind. Jo. Oh, warte, er hat gerade gemacht, ich will sehen. Hä? Ja, kommt hoch, was, kommt hoch. Wenn man Villager dahin stellt, dann geben sich das gegenseitig, das ist dumm. Ja, das geht dann nicht, dann geben sich normal... Theoretisch müsste man quasi das Feld mehrmals alles machen, ne? Also quasi müsste man mehrmals bauen auf mehrere Ebenen zum Beispiel, ne? Genau, richtig. Ja, krass. Richtig. Kannst du dann mit Karotten und Weizen noch machen. Hey, wie krass. Das habe ich auch noch, oder? Das habe ich auch noch vor. Ja, mit Kartoffeln auch. Kartoffeln und Weizen will ich das noch machen. Voll gut, wie bei mir im Hintergrund keine Musik läuft. Hey, das ist richtig. Aber weißt, cool. Der schmeißt immer nur eine? Nee, der schmeißt immer so einen halben Stack oder so. Warte, jetzt gleich müsste das wieder machen. Der geht dann so zu dem Faggot da halt, der sagt dann, wie geht's dir? Ja, geht, meine Kniescheibe braucht Karotten. Und dann gibt er dem Kartoffeln. Ah, Karotten. Ja, Karotten, das ist ja diese Kreuzung von Ofen und Karotten. Aber auch Klavierstunden. Und Klavierstunden. Ja. Von Freizeit her. Nicht immer. Ja, komm, geh und wirf da jetzt was hin, du Gieriger. Richtig Gieriger. Richtig der Gieriger, richtig, ja, richtig der Gierige. Gierig ist er auch. Richtig. Ne? Gierig. Aber auch schwierig. Aber pass auf, der wirft gleich richtig viele denn, weil guck mal, wie viele der schon gesammelt hat, wie so ein unverschämter Junge. Meinst du? Ich glaub schon. Manchmal, wenn ich Bratwurst mache, ne? Von das Blöde ist, ich musste da 9 hinsetzen, weil ich hatte die Ecken hier nicht richtig abgedeckt und dann hat ein Zombie den durch die Wand getötet. Ach, du meinst, war ich ein bisschen traurig. Dass das nicht so doppelt war, sondern quasi so, ne? Genau. Krass. Und dann hat er den durch die Ecke richtig. Der will nicht, der macht das nicht. Ja, pass auf, der sammelt immer weiter und weiter. Der ist faul, das ist ein Rumänisch. Du musst einen rumänischen Arbeiter. Rumäne. Warum hat jemand diesen Turm hier gebaut? Hör auf, das ist vom Ender Dragon, hör auf. Wie das vom Ender Dragon? Das ist vom Ender Dragon. Das ist ein Schlabberst du. Das Enderauge. Guck. Von Game of Thrones, siehst du das? Ja, voll gut. Ey, der gibt, glaube ich. Der gibt. Hat der? Nee, doch nicht. Ey, der hat keine Lust darauf, ne? Ja, voll der Unverschämte. Sonst macht er immer weiter. Meinst du, der hat schon? Meinst du, die machen das so wie beim Drogenumschlagplatz, so ganz geheim? Ja, das kann auch sein. Aber ist das Feld nicht so groß für den? Nee, das Feld ist gut so.
Ist das Beste, was man so machen kann in der Größe? Ja, ob das Beste ist, weiß ich nicht, aber es ist gut. Also am effektivsten. Das weiß ich nicht, ob es am effektivsten ist. Ich meine aber schon. Ich glaube sogar, es wären kleinere Felder, die nebeneinander sind, weil du musst halt immer bedenken, wie lange braucht eine Karotte, bis sie nachwächst, ne? Ja, deswegen ist es halt so ein großes, ne? Ja, aber warum hast du Karotten gemacht? Ich glaube, das ist zu groß. Für Goldkarotten das Beste. Ja, aber Goldkarotten, beste Nahrungsmittel. Ich glaube, dass wenn man mehrere kleinere Felder nebeneinander baut, ist das viel effektiver, weil du ja mehrere Leute hast, die dich zuwerfen, weißt du? Also ich habe das vom Tutorial, Iosa 100 heißt der. Ja, kenne ich. Iosa 100, der hat da so ein Tutorial und der hat das so gemacht und der meint, das ist am effizientesten. Okay. Und das hat auch dieser Doc M77 von Minecraft, hat das auch so. Die haben das in der Mitte ein bisschen anders, aber ich habe so gemacht, weil ich keinen Bock hatte zu gucken, wie die das in der Mitte gemacht haben. Ich habe nur den Ring sozusagen von dem übernommen. Mhm. Das ist schon krass. Aber voll gut, wie der gibt. Der gibt gar nicht eigentlich, ne? Eben. Scheiß drauf. Der ist super schüchtern. Jetzt gibt er? Nee. Nein, gar nicht. Du bist ein Verräterschwein manchmal. Ich guck mal das an, bis er das macht. So, du gehst jetzt weg, komm. Hör da auf. Ich hab keine Pfeile, guck mal. Boah, du hast dich vor Early Boy geschmissen, du bist ein wahrer Held. Ich bin richtig entstellt. Hä? Ja. Was? Ja. Einer nach? Alter, so. Ich hab noch ein unterirdisches Minecart-System gebaut, um die Villagers. Hat der was gegeben? Ja, eben, Alter. Als er da war. Achso, undercover, so wie bei Drogenumschlagplatz. Mhm. Siehst mal, Revi, kannst du einiges von dem lernen, du Drogenhändler. Wie baut man denn eine Goldkarotte? Goldnuggets drumherum. Ja. Das ist meine unterirdische Undercover-Bahn, wo ich die Villager immer dahin bringe, zum Marktplatz und zum... Oh, voll das KZ hier. Ja, ist es auch, von Freizeit her. Oh, seid ihr denn schon wieder? Das ist ein... Hier leben... Gute Menschen manchmal. Ihr? Ja, die sagen lecker Gras und dann essen die Erde. Okay. Geht die ich zieh jetzt den Hebel, Dingens-Farm ne? wieder? Was? Die Dingens-Farm hier Teil, Ding, Bums und so. Villager-Farm. Nee, die... Rede mit uns. Smaragd. Emerald. Ja, geht die wieder. Wieder heil. Ja, da sind aber noch nicht, da sind glaube ich schon noch 3 Stück drin, ne Blöcke. Ich muss da mal, deswegen habe ich auch die Karottenfarm gebaut. Damit ich in Zukunft ein bisschen mehr Karotten habe. Automatische. Und damit ich ein bisschen handeln kann. Hast wieder neue gute Villager? Ich will den da oben rauslassen. Ich muss die Tür für den aufmachen. Für den Villager. Nee, no, ich habe noch keine neuen Villager. Noch konzentriere ich mich nicht darauf, deshalb. Das ist radikal, ne? Ja, eben. Guck mal, du hast doch mal den Leim-Villager hier raus. Was? Warum sind hier unten so viele Trap-Villager? Wo, was? Hier unten sind Scheiß-Villager. Ja, das sind Bauern, die brauch ich aber für die Farmen. So. Mach, züchte mal so einen richtig krassen, der Muskeln hat. So Bizeps und so, ne? Ja, so ein Bizeps-Villager. Hast du von Björn und Manuel gesehen, Varo Bizeps-Training? Nee. Wir haben nämlich ein bisschen Bizeps-Training gemacht für Varo. Echt? Hat geklappt? Ja. Ich hab jetzt krassen Bizeps. 5000er. Warst du ehrlich? Ja. Das ist heftig, oder? Manchmal ja. Aber auch aber nicht Kuga. Ja, bitte, Brigitte. Der Villager hier ganz oben. Also, der ganz oben, der bei den Türen wahrscheinlich meinst du, ja, ne? Der simuliert das Dorf. Das heißt? Das heißt, dass die Villager unten denken, hier ist ein Dorf und wir haben genug Essen, wir können Fickerei machen. Achso. Das heißt, der wohnt in dem Sinne in dem Dorf, oder wie? Ja, genau. Und die allen unten drunter, die lungern sozusagen im Dorf herum. Ah. Und sehen dann wegen dem oberen, okay, hier ist ein Dorf, wir können uns hier fortpflanzen. Warum ist da unten das Feld so zerstört? So keine unverschämt. Ahnung. Sind die nervös? Tut mir voll leid, ne? Was, wenn da zu viele drin sind? Sterben die dann? Nee, die werden ja nicht zu viel, weil die ja runterfallen. Was, wenn da gleich ein Iron Golem spawnt? Spawnt nicht. Die, hier ist ein Buch mit Feather Falling. Echt? Mhm. Wie viel Feather Falling? 2. 2? Naja. Bringt ja nix. Guck mal, die lieben sich wieder. Die zeugen jetzt ein bisschen Kinderei und so. Oh ja. Das riecht da, ich hab's gesehen. LOL, echt? Die haben so einen richtig krassen gezeugt, guck mal. Das was ist denn? Ein blau-gelb karierter Villager. Ist klar. Ist das denn auch so, wenn zwei Priester miteinander ficken, dass dann ein Priester rauskommt? Nein, das ist zufällig. Warte mal, da ist ja sofort. Warum war da gerade kein Baby-Villager raus? Oder fallen die direkt nach unten? Ja, kommt drauf an, ob die da runterlaufen, ne? Ich guck gerade hier. Im Water.
Noch ist hier ja keiner gelandet. Ha? Noch ist hier keiner gelandet. Ist er direkt erwachsen geworden? Das kann nicht sein. Doch, glaube ich aber auch. Das war nämlich dieser Dingenstier, dieser Magier-Zombie, Villager. Kleriker meinst du? Ja. Choleriker, genau. Der war da war das. Vorher nur ein drin und jetzt sind da zwei. Der ist sofort erwachsen. Als ob geworden. Der instant erwachsen geworden ist, der Hater. Was für ein Betrüger. Richtig der Betrüger. Glaube ich aber auch. Tappnis 3. Das Lustige ist auch, durch diese Villager-Farm, hier sammeln sich so viele Zombies. Das ist unglaublich. Ich hab seitdem eine Zombie-Farm draus gemacht. Ja. Und dann um die Zombies herum eine Creeper-Farm, weil Creeper ja auch wegen Zombies kommen. Ey, das wäre doch eigentlich die Idee. Du musst doch nur in der Mitte einen Villager packen und dann machst du eine Farm. Ja. Aber ich hab einen Zombie-Spawner schon gefunden. Ich hab einen Skelett-Spawner gefunden. Läuft bei dir. Mach doch eine Farm daraus, du Unverschämter. Und ja, der Dealer wollte das ursprünglich machen. Das ist ein paar Blöcke von hier entfernt, da hinten ist das. Wo? Oder? Zeig mal. Wo Miet? Könntest du wunderschöne XP-Farm von machen. XP-Farm kannst du ja bei der Gold-Farm machen. Da hast du nach 5 Minuten fast 100 Level. Ja, haben wir gesehen. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert? Nee. Warum? Ja, du weißt nicht, wie man die bedient. Weil die nicht schnell genug wieder respawnen. Klar, ich gehe da immer AFK hin und dann habe ich 80 Level oder so. Hey, wie machst du das denn? Ja, ich verstehe nicht, wieso manche da diese Treppe hinbauen. Ihr braucht diese Treppe nicht. Dann erklär mir das. Zeig mir jetzt, wie das geht. Pass auf. Wir gehen jetzt dahin. Ja, cool, Early Boy hier. Das ist direkt in der Nähe. Voll gut. Da vorne, da wo der Dingens drauf ist. Ach, da. Beim Marktplatz ist doch ein Portal. Ja. Lass da jetzt hingehen. Ich zeig dir das. Dann zeigst du mir das, okay? Ah, cool. Endlich fängt Minecraft-Musik an. Du kannst da komplett AFK stehen, du musst gar nichts machen. Wenn man weiß, wie man das Minecraft nutzt. Hier weiß ich aber nicht. War korrekt, das Skelett hat mich so abgeschossen, dass ich gar nicht springen musste auf den nächsten Block. Creeper! Ich habe gestern den Erfolg Overkill bekommen, wegen über 9 Herzen Schaden. Aua. Hey, voll gut! Wie macht man das? Keine Ahnung, ich bin gesprungen, hab einen Quit gegeben und dann seine Mutter auseinandergenommen. Du musst Schadnis dafür haben oder so. Ja, das auf jeden Fall. Sharpness 4. Mit Sharpness 5 kriegst du es auf jeden Fall hin. So, aber wer hat denn hier das gebaut? Das verbessert den Spawn. Den Nether Spawn. Mhm. Das war der Jabe. Nein. So, ich dachte, das wäre BTV gewesen. Alter! Oh. Bunga. Du Arsch! Das hast du jetzt davon. Nein! Hey, wo seid ihr? Bunga. Oh, scheiße. Er hat sich das mal geschafft. Du Arsch! Ah! Nein! 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 So, reicht jetzt. Ich hab Angst. Ja, bitte, Brigitte. Alter, der Nether hat ja eigene Sounds, Alter. Ich feier das. Furz der, oh Mann! Sag mal. Das war extra, ey, nicht! Ey, ich hab gewusst, du überlebst das! Nein! Ich bin traurig jetzt. Oh. Weißt du, was meine Kniescheibe, wie es da geht jetzt wegen dich? Manometer, Thermometer, Dezimeter, Zentimeter. Alter, ist die Mucke laut, glaube ich, ey. Warum ist die aber weißt du was? Etage drin? Um unten den Spawn, die Loots abzuholen. Nein, die. Ach, die, ja, das ist für Wartungsarbeiten. Wenn so Leute unverschämt und so. So, Leute, die Farm hab ich gebaut, merkt euch das. So, ihr kommt jetzt hier hin. Kommt hier zu mir. Wo bist du? Hier hinter euch. Bleibt ja. Nämlich hier stehen. Nein, Early Boy, komm hier hoch, hier hin. Will die anlocken? Nein, lass mich das machen, damit ich euch zeige, wie das funktioniert. So, ihr bleibt jetzt hier stehen. Ja. So. Ihr setzt euch ins Minecart rein. Ja. Schießt einen Dingens ab. Habt nicht getroffen, voll gut. So, ihr bleibt immer hier eine Zeit lang stehen, damit die da hinten respawnen können. So, und dann fahrt ihr wieder zurück.
So, jetzt habe ich einen getroffen. So, mehr müsst ihr nicht machen. Fertig. Jetzt könnt ihr hier bleiben und dann kommen die alle irgendwann. Weiß, was ich mein. Das wäre viel cooler, wenn man das zurück. Guck mal, wie viele da runterfallen. Und die spawnen auch alle super nach. Ja, aber man fährt ja nicht automatisch zurück. Man muss ja immer drücken zum Zurückfahren. Nein. Was muss man? Musst du immer drücken zum Zurückfahren. Nein, guck mal, drücken. Immer. Ja, nee, einmal auf den Knopf gedrückt. Das ist automatisch, automatisiert. Ja, das ist automatisiert. Ich muss nicht zurückfahren. Ich mach gar nichts gerade. Ach so, das ist auch mit dem Timecode oder was? Ja, ja. Dann macht natürlich Sinn. Okay, cool. So, jetzt geh nach, jetzt könnt ihr nach unten. Early Boy, wie viel Level hast du? 9. Geh mal hin, nach unten. Und hol die Level ab. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, Revi, wenn du da hinten da vorne hängst, dann respawn die nicht. Ja, es juckt mich doch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, Early Boy, das war ja gerade, guck mal, das war ein paar Sekunden. Wandelt der automatisch die Goldnuggets um, ne? Nein. So, das war's jetzt auch mit dieser Folge, meine Freunde. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei allen Zuschauern und Teilnehmern. Hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.